Was wäre euer Traumauto? Seid ihr so Auto? Mein Traum ist Führerschein, Bruder. So. Ich weiß es. Headway, what is love? Krass. Krass. Was genau ist ich jetzt auch groß. Als Kind schon immer von X5 geträumt, schon mal geholt. Ja, aber, mashallah. Ja. Ich warte nie so. Ja. Also, weißt du auch. Es gibt ja Leute mit Ferrari, ist schon mal genau. Sowas. Genau. Mashallah. Also, Frankfurter und Offenbacher sind ja schon eingespielt darin. Sei es jetzt auf illegale Weise. Oder legal. Wollten wir euch einfach sagen, dass... Glaubt an euch. Chelo, da bist du auch. Niemals. Doch, da ist Chelo, Abi. Alle, ich auch. Mama. Mama. Wir sehen richtig gut aus, Jungs. Aber geil, Alter. Was ist die Idee alles? Ich bin online. Was geht bei dir? Was geht? Vielen Dank für eure Geduld. Willkommen zu eurem Blockbuster 20.30, 385 Interactive mit dem Duo Numero Uno. Harry Maguire. Und Abdi. Was geht, mein Lieber? Schön, dass du es geschafft hast. Alles super. Was geht, Broski? Mein Lieber, wie gesagt, wir sind in the house. Brooklyn's in the house. Uptown's in the house. Iwa. Santiago 663, du sagst es, Alter. Richtig fresh sieht der Abdi heute aus, Alter. Der Abdi ist ein fresher Abdi Typ, genau. Richtig fresh aus, Alter. Wirklich. Der Abdi mal, ist auch ein fresher Typ. Und Alex, der hat wieder eine Hörprobe rausgehauen, gell? Der Junge, Alter. Jawohl, ja. Einfach, jawohl, ja, mein Lieber. Nur am Machen. Bruder Konstanz, sein Vater. Machen. Wirklich, das ist schon hart. Konstantinopel, Alter. Mein edler Bruder. Das ist schon wirklich hart, Alter. Dass und der da, Eritrea. Dass er da daneben noch Zeit hat für einfach so trainieren, damit er aussieht wie eine Maschine. Fresh sein, Label führen, in Serien und Filmen mitspielen. Das ist wirklich. Das ist Tom Cruise von Deutschland, Tupac, Bruder. Tupac. Maschine. Alter. Tupac und Tom Cruise, alles. Maschine. Und wann da ist er? Nein. Komm, also, wir hören mal kurz in die Hörprobe rein von Olex. Die hat da auf Insta gepostet. Ich finde, der ist so underrated, ne? Also, ich glaube, so mit diesem Magisch-Song hat ihn so jeder auf dem Schirm oder so Bario, was so ein bisschen diese, keine Ahnung, melodische Schiene ging. Aber so sonst ist der irgendwie nicht so präsent, beziehungsweise bei vielen nicht so präsent. Ey, was für underrated, ich bin Platin am 10. Krasser als ich, nur auf Playstation. Fick Friendship, ich will Action. Ich ess nix, Körper auf Definition. Ach, scheiß auf Basics, du brauchst Facelift. Du siehst scheiße aus, Rap ist Fitness. Schocks Electric, vom 10er Backflips. B-Boy Junior, du siehst scheiße aus. Öffne das Fenster, wir fliegen weg, lass mich da raus Richtung Stadt. Rauche die Säule bis Ende dieser Saga beginnt. Mr. O, kannst du sehen, wie es quält? Ich bin Wolken nach Hause, mein Fiendel ist hart. Was hast du gedacht, dass du schlafen und Spaß? Ja, man, der hat einfach gemerkt, der Video ist krass. Scheiß auf deine Ahnung, die lieber das, ey. Lauf mit dem Pitbull durch Gassen und Wolken, sie werden nur dunkler. Über der Skyline ist Schatten, die Stadt ist gefickt. Du willst retten, Bratucha, dann tu was. Kopfhörer auf, spüre den Beat. Lass in den Bass durch meinen Körper dann fließen. Mal geht es ab, mal geht es auf. Im Treppenhaus Licht ist doch immer nach Pisse. Sie sagen, du, du bist krass. Warum bist du underrated? Ganzes Viertel spielt den Bass. Von ganz, ganz krasse Hardcore-Lyrics. Draußen ist der Asphalt blass. Du geil, weißt, niemand ist so safe. Aus dem Herzen Lyrics. Und der Flow ist geil. Der Flow ist 1A Sahne. Ja, macht so. Der Flow ist 1. Die Sprechgesang. Ja, du hast das Gefühl, der erzählt dir einfach nur eine Geschichte. Er erzählt dir was so. Er drauf abgetönt. So, ich habe gar keinen Bock, dir zu erzählen, aber ich sag dir trotzdem. Also hör mal kurz zu, er hat mich abgefuckt. So, genau. Das ist ein krasser Flow, auf jeden Fall. Also, boah, wie der das gemacht hat, Bruder. Chat, sag mal kurz. Krasses Stil. Stilistisches Mittel. Ja, also, definitiv. Olex Maschine. Der gute Kollege ist ja Liebhaber, unter anderem von Oldtimern. Von Mercedes Oldtimer. Ich habe gesehen, dass Samuel hat sich einen neuen Oldtimer, Mercedes Oldtimer. Oh, krass. Gegönnt. Ja, Mann. Baba. Ein, welchen? SL250. Hätte ich auch geraten. Pagode. Tatsächlich. Pagode? Mit ich weiß nicht, ob Flügeltüren, aber warte, der hat gepostet auf jeden Fall. Warte kurz, wo ist das? Ich muss gucken. Da. Ah, so einer ist das. Ja, okay. Ja, so einer. Fett. Mit Cabrio. Rote Sitze. Rote Sitze. Rote Sitze, Bro. Oh, oh, oh. Schön. Allein diese rote Sitze. Allein die roten Sitze. Der ist Hammer, sieht macht, schön aus. Macht sich auch sehr, sehr gut, der Kollege. Da 200, drin, 250 GL, da steht es auch, SL Pagode steht da oben, 250 SL Automatik. Automatik, Baba. Boah, was eine Karre, Alter. Mashallah. Das ist schon 70er richtig. Jahrgang so. Ungefähr, genau. Und Raff hat sich auch einen neuen, sein neuntes, glaube ich, gegönnt. Oder Moment, ich muss gucken, funktioniert das hier? Nein, funktioniert natürlich nicht. Ein Ferrari, was ist das? F8 Spider. F8 Spider. Der mag italienische Autos. Ja, der liebt es. Der liebt es tatsächlich. Was wär euer Traumauto? Oder habt ihr überhaupt so? Seid ihr so Auto? Mein Traum ist Führerschein, Bruder. Wallah, Wille, ich hoffe, Koran. Ganze Ramadan gebetet, Alter. Ich muss da bald wieder kommen, Alter.
Ein S-Bahn-Mitführerschein reicht mir, Bruder. Ich schwör auf Koran. Ich fall sogar um. Ich geh mich mal wieder aufstellen. Ich geh auf den Knopf wieder mal. Ich geh mich mal wieder aufstellen. Er hat sich direkt umgehauen, Alter. Okay, angenommen, ihr hättet Führerschein. Aber auf jeden Fall Respekt aber auf Raff. Ich glaub, ja, das Auto, Bruder. Maschallah, Rafa. Ja, ja. Rafa! Der ist aktuell. Rafa ist krass. Aber das heißt, ihr hättet kein Auto, wo ihr sagt, so, okay, das wäre, wenn ich den fahren würde, wäre ganz nice. Irgendein Auto, wo ihr sagt, so, das ist mein Wehrmaschine. Habe ich letztens, ich, als Kind, ich habe immer von X5 geträumt, schon mal geholt. Ja, aber, mashallah. Ich warte nie so. Ja. Also, weißt du auch. Es gibt ja Leute mit Ferrari, ist nicht mal genau. Sowas. Genau. Mashallah. So. Ist auch nice. Schön eingedingst und so. Ja. Baba, schwarz, konfiguriert. Baba. Schön Gruß am BMW, die haben mir Baba VIP-Prozent gegeben. Baba. Schwarz? Farbe? Nein, ich hab den legal. Ich wollte gerade sagen, Alter. Nee, nicht schwarz. Farbe. Alles auf Papier. Farbe. Alles auf Papier. Die Farbe. Schreibe die Farbe. Der Fahrzeugbrief, Bruder. Frankfurt und Offenbach haben sich als Modellstadt beworben. Künstlerstadt meinst du? Ja, als Künstlerstadt auch. haben sich als Modellstadt beworben. Wir sind ja Künstler. Wisst ihr, worauf ich anspiele? Aus welcher Modellstadt? Bruder, Prêt-à-porter nehme ich mal an. Fast. Was denn sonst? Cannabis-Legalisierung. Oh, endlich, Bruder, korrekt. Frankfurt und Offenbach wollen sich als Modellregion für Cannabis bewerben. Ach so, das Versuchskaninchen in Deutschland für den offiziellen, legalen, lizenzierten autonomen Cannabishandel. Genau. In lizenzierten Geschäften soll der Verkauf möglich sein und es soll auch Cannabis-Clubs geben, so Vereine, wo bis zu 500 Mitgliedern, Mitglieder dabei sein können und die können dann quasi mit selbst angebautem Gras quasi sich untereinander versorgen und zusätzlich soll es quasi diese lizenzierten Geschäfte geben, wo man offiziell quasi das erwerben kann. Hat natürlich den ganzen Zweck und Sinn und Zweck, dass man natürlich den schwarzen Markt ausräuchern will, damit man einfach sauberes und nicht irgendein Schmutz, sauberes, versteuertes, aber vor allem auch nicht verschmutztes Zeug im Umlauf hat. Was glaubt ihr, wird es funktionieren? Natürlich. Wie steht ihr grundsätzlich zu dem ganzen Thema? Also, Legalisierung und Modellstadt Frankfurt-Offenbach. Glaubt ihr, das funktioniert hier bei uns? Also Frankfurter und Offenbacher sind ja schon eingespielt darin, sowieso. Also sei es jetzt auf illegale Weise oder legale Weise. Und wenn man es kann, kann man es. Und ich denke so, Frankfurt ist ja auch so ein zentraler so Umschlagsplatz. Vielleicht denken die sich auch, ich meine, Frankfurt war ja immer schon ein, wenn es mit sozialen Problemen in hinsichtlich von Drogen ging, zum Beispiel, sprich Heroin, war ja auch Frankfurt eine Modellstadt. Stimmt, ja. Also Heroin, Drogenhauptstadt der Republik. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Frankfurter Weg. Und da wurde, es wurde sozusagen damals beschlossen, das gibt es auch in keiner anderen Stadt, glaube ich, dass man, dass die Fixer, also die Heroinabhängigen, sich ihren Schuss von der Stadt sozusagen organisierten Einrichtungen geben können, sozusagen. Also der Heroinkonsum wird sozusagen von der Stadt mit subventioniert, oder wie könnte man das so sagen? Also, ja, versucht irgendwo einzuordnen. Also Hintergrund ist, weil es ja sehr unhygienisch ist, der Heroinkonsum. Also die Junkies sitzen ja dann sozusagen auf der Straße, geben sich den Schuss, dann spritzt das Blut überall rum und dann laufen Kinder vorbei und das muss ja nicht sein. Und da hat sich die Stadt Frankfurt gedacht, dann machen wir das so, dann machen wir Einrichtungen und dann können die alle da rein und da sieht die keiner. Das Problem ist jetzt nicht beseitigt, aber es ist sozusagen ein Facelift entstanden. Also macht den Vorhang vor. Den Vorhang zugemacht und dann sollen die machen, was sie wollen und die Banker und etc. können im Bahnhofsviertel unbeschwert laufen oder... Die stolpern nicht mehr über so viele. Naja, die stolpern nicht mehr so viele Spritzen und so. Ja, ist auch blöd, wenn der Aperol verschüttet geht und so. Das ist immer nervig. Ja, das muss halt sein.
Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich als Kind kann mich noch daran erinnern, damals, ich habe das mitgekriegt auf Spielplätzen in Parks. Mhm. Dass die Spritzen da rumlagen. Mhm. Das war so Standard. Ja. Man hatte auch so als Kind Angst, so, man wusste auch so Krankheiten. Man hat das schon, das hast du lernst du in Frankfurt als erstes kennen, so AIDS, Krankheiten und so. Das ist Baller, das ist schon voll traurig. Das ist voll traurig, Baller. Kind lernst du, Alter, ich weiß noch, früher meine Eltern, fast die Ampel nicht an, du kriegst AIDS. Krass, Mann. Ja, so, das war. Fast Rolltreppe, diese Gummi nicht an. Ja, du kriegst AIDS. Oh, meine Mutter wollte mich töten, wenn ich Rolltreppe angefasst habe. Also so, das war so das Erste, was du in Frankfurt so als Kind lernst. Und ich kann mich auch gut erinnern, wir sind von Schule gegangen. Das ist so ein Junkie, da gibt es gerade so einen Schuss, wir sind so schockiert. Wir sehen so Blut tropft so von seinem Arm. Und der hatte so eine HL, also Rewe damals. Heisenradladen. Also so eine, sprich Rewe-Tüte. Und dann packt das, reicht er so rein, holt so Erdbeeren raus, sagt so, ich wollte Erdbeeren. Oh, wow. Oder wir sind nur gerannt. Nur noch aufrennen. Auf rennen. Wow. Ja, so, mit sowas bist du als Kind aufgewachsen, sag ich. Apropos Show. Wir haben ja gesagt, ich war ja letzte, vor zwei Wochen mittlerweile schon bei Erkennst du den Song? Und wir wollten ein bisschen gucken, ob ihr auch, wie gut ihr abgeschnitten hättet, wenn ihr Bock habt. Also, dass wir das Game nachspielen. Genau. Let's go. Ja? Yeah? Wir tun es. Weil Abdi ist ja Maschine. Ach was, Mann. Aber war schon tough tatsächlich. Bravo, ja. Bester Mann. Vielen Dank. Nicht spoilern, ja? Also, wir machen nicht mal. Spoilern, Leute. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Mach mal den Chat aus. Ja, ich mach mal den Chat aus. Genau, wir machen den Chat aus kurz. Tschüss, Chat. Erster Song. Ciao, Chat. Fing jetzt hier gleich an. Moment. Bei. No. Mit nach Hause nehmen, soweit die Regeln. Was? Wer kam jetzt raus? Ich kenne den Titel nicht. Ich weiß es. Wer? Dieses eine Mal AK außer Kontrolle. Oh, aber du musst immer und alle. Tilo. Alle. Und Tilo. Okay, wäre das deine letzte Antwort gewesen? Ja. Oh, ich glaube, es wäre falsch. Stand das alles gerade auf Shazam? Ja. Warte, ich sag dir. AK aus der Kontrolle, Sido und Kontra K. Ja, und Kontra K. Okay, ich mache jetzt ohne Shazam. Das hätte ich auch nicht gewusst, Bruder. Warte. Das hätte ich nicht gewusst. Und auch Sido bei Shazam, alles. AK aus der Kontrolle, Kontra K, Sido mit dieses eine Mal. Das war mein erster Punkt gewesen tatsächlich. Motherfucker. Ich sage euch auch am Ende noch, wie das funktioniert hat. So. Ich weiß es. Was? Das war schon das Song. Gehört. Das war schon das Song zu spät. Headway, What is Love. Krass. Was genau ich jetzt auch kurz. Ja, ich weiß. Zum Glück hast aber du warte, du warst schneller. Zum Glück hat Chill und aber du warst sowas richtig schnell. Baby, don't hurt das war ein Wort, Bruder. Ja, ja, no, aber no. Das war, weil Benny war auch richtig schnell. Ja. Headway, What is Love. Ja. Okay, war auch weiter. Richtig, hat auch rasiert. Okay, also 2-0-0. Ja. Ja, ich spiele nicht mit, deswegen. Aber gut ab dir, du bist richtig Maschine, Alter. Jetzt, Blut okay. Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht. Stopp, sie ist weg. Sie ist weg. Fantastische 4. Krass. Wer wusste es von euch? Maschine, Alter. Man muss dir mal ein Gastgeschenk mitbringen. Ich bin doch gerade auf TikTok. Und schicken mir gerade Geschenke. Was? Ich habe ihn, ein Gastgeschenk mitgebracht, weil ich dachte, hey, man muss supporten ein bisschen. Du warst ja auch schon bei Erkennst du den Song? Aber ohne Geschenk, Bruder. Wir waren geschenkt. Man muss Credits geben. Es war natürlich einiges erreicht. Du hast ein Gastgeschenk mitgebracht. Das möchte ich jetzt gerne mal sehen. Tatsächlich, ja. Schön, dass du fragst. Ja. Ihr seid ja hier, du und dein Bruder, immer wieder am Start, habt geile Spiele. Aber manchmal wird es ja eng. So. Und es kann Momente geben, wo ihr vielleicht an euch zweifelt. Und da wollten wir euch einfach sagen, dass glaubt an euch. Chelo, da bist du auch. Niemals. Doch, da ist Chelo, Abi. Alle, ich auch. Mama. Mama. Wir sehen richtig gut aus, Jungs. Aber geil, Alter. Was für eine Idee war das? Das war von unserem Team, Alter. Alle, ein Respekt an das Team, Alter. Alle, ich hab da diese Hawaii-Hemd. Ja, auf Chico. Alle, Abdi, du bist auf so ein Ding, Letterman. Nein, diese Hochzeit, marokkanische Hochzeit. Richtig.
Weil der Gedanke war. Frankfurt steht hinter euch. Ja. Frankfurt steht hinter dir. Das war die Message. Weil ich gesagt habe, wer könnte besser Frankfurt repräsentieren als du Nummer Uno. So, immer wenn sie zweifeln, sollen die quasi das Bild anschauen und dann haben sie wieder. Das ehrt uns sehr. Gesehen, TikTok. Könnte besser Frankfurt repräsentieren. Außer Chill und Abdi. Schönen Grüß an dieser Stelle. Ich habe mir gedacht, das könnt ihr euch immer hier hinstellen. Das heißt, immer wenn es knapp wird, irgendwo oder irgendwo im Zweifel seid, guckt ihr auf dieses Bild und dann klappt ihr nicht. Mit dem langweiligen Talk werde ich auf das Bild gucken und dann wird es auch mir raussprühen. Vielen Dank und Riesenapplaus. Guck mal, einfach so. Chill out, dabei erkennst du den Song. So funktioniert das nämlich. Simon ist guter Hype Man, kann man nichts sagen. Ja, Hype Man ist. When the bar hit me so hard, or can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat. It's too late to acknowledge. Nein. Just dancing with my eyes. Nein. Hm? Habe ich gelernt vom Besten. Habe ich gelernt vom Besten. 1-1-0. Fragezeichen. Wusstest du das? Nein. Nein, nein. Ed Sheeran, Eyes Closed. Ed Sheeran, Eyes Closed. Ah, okay, krass. Ed Sheeran, Baba-Künstler. Ich feiere Ed Sheeran. Okay, ich wette. Magst du den? Der ist Künstler. Der ist Straße. Der ist ein bisschen Straße. Apache. Ja. Apache. Und welchen weiter? Song? Welchen Song? Bin ich auch sauschnell da. Roller. Nein. Nein. Schimmel in der Villa. Wir blenden auch rotes Licht an. Okay, ich versuch's jetzt. Komet. Scheiße! Breaking Your Heart. Ja! Das war die neueste. Was? Breaking Your Heart. Heißt das Lied? Ja, okay, das war die neueste Single tatsächlich von ihm. Krass. Okay, aber die nächste. Wie kamst du aber darauf, Song? Dass wir das zu 100% erraten? Aber lustigerweise, die hatten auch eine kurze Story über euch. Also ihr wart auch noch mal kurz Thema. Bruder, ich liebe es, Thema zu sein. Jetzt weiß ich schon, warum mich Bauchschmerzen hat. Jetzt weiß ich, warum ich gezuckt habe, Alter. Am Esstisch, glaube ich. Ich bin mal gespannt, was da war. Hat sich immer schon mal extrem stark verspätet. Oh Mann, ich muss hier eine Sendung fahren. Echt, also jetzt langsam reicht's. Also ich weiß nicht, wie viel du mit Rappern zu tun hast und Rapperinnen. Ja, viel. Aber die haben auf jeden Fall eine sehr flexible und alternative Auslegung von Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Ich weiß nicht, ob sie auch auf die beiden hier anspielt, aber wir wollten mal mit Chill und Abdi um 14 Uhr drehen und sie waren um 21 Uhr hier, haben die falsche Ausfahrt genommen, haben da ganz doll und aber den beiden verzeihen wir natürlich immer alles. Ich denke mal, vielleicht meinst du die auch, die beiden? Was von ihm, Benim? Okay. Dick gelungen. Oh, jetzt nächster Song. Ey, aber der hat aber auch gelogen. Wir wollten nicht um 14 Uhr da sein. Wir sollten so 16 Uhr da sein und wir waren um 19 Uhr da. Okay. Aber der hat ein bisschen geschmückt. Clickbait. Ein bisschen ausgeschmückt. Der hat wie Bosnia gemacht. Immer die Wahrheit erzählen, aber auch übertreiben. Bei uns heißt das Wörterschmück auf Serbisch. Los geht's, Konzentration. Natürlich immer alles. Ich denke mal, vielleicht meinst du die auch, die beiden? Die sind tatsächlich immer pünktlich. Okay. Ja. Keine Ahnung. Chill, du? Auch nicht. Warte mal, kann man noch mal reinhören kurz? Ja, hättest du eigentlich vor Ort nicht gehabt, aber komm, wir sind hier. Wir wollen nicht so sein. Die sind tatsächlich immer pünktlich. Okay. Ja. Du bist ja auch viel im Radio unterwegs. Soweit. Ja, du bist ein Radio-Motherfucker. Eine Radiomaus. Eine kleine Radiomaus. Ich könnte mir jetzt keinen Reim. Ja, ja. Nein! Ich sag euch gleich. Bad Moms J, Domiziana, auf die Party. Domiziana und Bad Moms J mit auf die Party. Warte. Aber das kriegt ihr jetzt auf jeden Fall. Kriegt ihr auf jeden Fall jetzt den nächsten, kriegt ihr hin. Moment. Ich hab gar nicht. Eine Künstlerin, ja. Jetzt stopp. Ich weiß es. Galvanize von. Galvanize. Von. Egal, Marokkaner, gib mir den Name. Name weiß ich nicht mehr, Bruder. Das ist schwer. Sag mir Anfangsbuchstabe, komm. C. Chemical Brothers. Gut. Richtig gut. White Bright Now. Richtig gut, so Alter. Abdi ist Maschine, Alter. Abdi ist wirklich rasiert hier gerade. Alle, hey, Chemical Brothers, habt ihr gehört? Rasiert. Ja. Michael Jackson. Jawohl. Jawohl. Nice. Nice, wirklich schneller als ja, aber das sogar. Ist dieses. Das war weiß, sehr schnell. Das ist ja in Kindheit eingebrannt, wenn du MTV die ganze Zeit geguckt hast. Das stimmt tatsächlich. Das war auch viel Bosnienkrieg, die Zeit. Das stimmt.
Michael Jackson, La Rahmo. Das stimmt. Achi. Achi, Achi Jackson. Achi unser, Jackson. Unser edler Bruder. Achi, Michael. Unser edler Bruder Michael, bravo. Ich muss dazu sagen, Endstand war dann tatsächlich 4-4-1. Also Benny konnte dann nach Hause holen, das Ding. Ja. Und das war der letzte Song. Ich würde sagen, wir canceln mal quasi an dieser Stelle ganz kurz. So, okay, Bruder. Aber Abdius auf jeden Fall rasiert er. Das ist dein Name, dein Ding, ja. Dein Ruf dir vorausgeeilt. Das ist auf jeden Fall rasiert. Aber ja. Abdi, ne, ihr sagt so viele Sachen, also die so viel Gewicht haben. Ihr verpackt danke, das immer danke, mit Humor, Bruder. Aber ihr sagt so viel interessante Sachen. Ihr verpackt das immer mit so witzigen Sachen. Aber wenn man euch so verfolgt, und ich verfolge euch ja schon über Jahre, seit Mietwagen-Tabian. Mein edler Bruder. Ihr seid so überintelligent, aber ihr verpackt das so in Humor, dass manche Leute eventuell denken könnten. Ihr seid so ein bisschen nur lustig, aber das, was du gerade gesagt hast, das bringt schon sehr auf den Punkt, mein Bruder. Oh, Bruder, bring mir nur so Leute rein. Ruf jeden Tag an. Nein, Blatt, aber wie gesagt, das ist ja unser Stil, unsere Art, unser Humor und das verpacken wir so. Natürlich, wir haben so ein gewisses Wissen und das machen wir dann immer in humoristischer Weise verpacken und das ist so unsere Art. Und wer das feiert, wie du zum Beispiel, ich liebe unsere Fanbase, ich weiß das. Dass helle Köpfe sind. Walla, wir lieben unsere Fanbase. Also, ja. Das sind halt so ganz spezielle Leute, Kids, Erwachsene, die halt auch was auf dem Kasten haben. Und Fans sind gespeichert in meinem Herz, was für Bands. Ich komme in S1 zu VM, Asahbe. Genau. Das war jetzt auch der neue Line von meinem Album. Nein, das ist von Bolt. Stimmt. Ja, stimmt. Aber die wäre fast aufs neue Album gelangt. Ah, siehst du? Guck mal. Wir nehmen manchmal gute Albumsachen. Ja, und zack. Zack, die landen dann auf Sampler. So ein bisschen. Ja. So ein bisschen. Ja, das bisschen passiert, schmücken. Das Buffet ein bisschen pimpen. Genau. Buffet ein bisschen pimpen. Sehr gut. Meine Lieben, vielen Dank. Haptik. Wir haben jetzt schon wieder kurz vor 11, deswegen 20:30 Uhr, montags. Nächste Woche aber nicht. Aber nächste Woche nicht, genau, wenn ihr aufgepasst habt, denn nächste Woche ist Feiertag und den nehmen wir ernst. Tag der Arbeit, wir haben gelernt. Ja, ja, ja. 1886 schon in den USA. Genau. Und ein Europa- und deutschlandweiter Feiertag. Wir nehmen das ernst, deswegen am 2. Mai, am Dienstag, wieder um 20.30 Uhr, hier live auf 385 Interactive. Ich bin online, was geht bei dir? Online Worldwide, ich repräsentiere.